Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Simrig Setup von mir, genauer um meine Fanatec Pedale. Und ich hatte mein erstes kleines Problem mit den Pedalen am Wochenende. Und zwar, ich habe alles wie immer angeschlossen und auf einmal das Problem gehabt, dass das Gaspedal hier keinerlei Informationen mehr rausgegeben hat. Also sprich, egal in welcher Stellung das Pedal war, die Information wurde nicht weitergegeben. Dann hatte ich erst die klassischen Versuche gemacht, PC nochmal neu gestartet, den USB von den Pedalen einfach nochmal an- und abgesteckt, nochmal den Treiber sozusagen resettet. Hat nicht geholfen, auch die Neuinstallation des aktuellen Treibers hat nicht geholfen. Das Gaspedal gab einfach kein Signal raus. Alle anderen Pedale haben weiterhin funktioniert. Die Kupplung, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich habe das hier ein bisschen umgebaut, dass ich mehr Platz habe zwischen Gaspedal und Bremse. Normalerweise ist die Anordnung ja eine andere. Dadurch, dass das aber modular aufgebaut ist, kann man das hier so an seine Bedürfnisse anpassen. Das habe ich eben gemacht, dass die Bremse bzw. das Gaspedal ganz rechts ist und die Bremse eben ganz links und die Füße relativ weit auseinander sind. Wie gesagt, alle anderen Pedale haben noch funktioniert, nur das Gaspedal hat eben keine Informationen mehr rausgegeben. Dann war mein erster Ansatz, einmal zu prüfen, funktioniert denn der Sensor noch hier an der Seite? Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran. So, jetzt müsste man das eigentlich ganz gut sehen können. Hier an der Seite mit diesen drei kleinen Imbusschrauben ist so ein Sensor befestigt am Pedal und der Sensor gibt lediglich oder merkt eben den Neigungswinkel. Das heißt, wenn ihr also das Pedal bewegt, dann wird diese Neigungsinformation an das Board geleitet. Das Board befindet sich hier unter dieser großen Platte und dann war mein Ansatz eben, okay, ich schaue erstmal hier unter die Platte, ist da vielleicht irgendwas, riecht was verbrannt oder ist irgendwas durchgeschmort, und wie man da rankommt, ist wie gesagt relativ simpel. Ihr braucht lediglich einen entsprechenden Torx-Schraubenzieher, also einen Schraubenzieher mit einem Aufsatz, und dann könnt ihr dort die Schrauben lösen. Ich zeige das jetzt einmal. Es geht relativ fix. Einfach hier diese drei Schrauben einmal anlösen. Wenn die dann angelöst sind, dann kann man die einfach mit der Hand rausdrehen. So, das lief super. Genau, dann ist hier die obere Platte frei. Ihr könnt die einfach wegnehmen, Schrauben wieder einsammeln, alles einmal zur Seite legen und dann sehen wir hier unten diese kleine Platine, so ein kleines Steuerboard, wo eben einmal der USB-Port angeschlossen wird, also sprich die Verbindung zum PC. Dann haben wir hier zwei kleine Anschlüsse, die Strom nach außen geben. Und das sind die beiden Anschlüsse für diese Schwingungsmotoren. Wir haben hier oben ja einmal am Gaspedal und hinten auch an der Bremse so kleine Motoren, die dann über das Board eben angesteuert werden können und eine Vibration erzeugen und dadurch so ein bisschen ein realistisches Gefühl vermitteln sollen, dass man einfach ein bisschen mehr dieses echte Gefühl im Auto haben soll am Pedal. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich Schuhe anhabe, was ich meistens habe, wenn ich hier am Rig sitze, merke ich diese kleinen Motoren überhaupt nicht. Also der Effekt ist gleich null. Das spürt man meiner Meinung nach nur in dem Testmodus. Ansonsten, wenn man wirklich im Fahrbetrieb ist, gehen diese leichten Schwingungen der Motoren eigentlich komplett unter. Jetzt zoome ich mal ein bisschen an die Platine ran. So, jetzt müsste man die Platine hier besser sehen können. Und hier haben wir nochmal drei Anschlussports, also drei Anschlüsse, in die die jeweiligen Positionssensoren reinlaufen. Also sowohl der Sensor vom Kupplungspedal als auch der Sensor vom Gaspedal. Das Bremspedal hat einen Sensor, der ist anders, der ist sozusagen hinten verbaut, nicht an der Seite. Und mein erster Ansatz war dann eben, nachdem die Treiberinstallation nicht geholfen hat, einfach mal die
Anschlüsse zu tauschen. Sprich, ich habe den Sensor vom Gaspedal vertauscht mit dem Anschluss für den Sensor von der Kupplung. Und das hat auch direkt geholfen. Ich konnte dann, wenn ich das Gaspedal betätigt habe, im Treiber eben sehen, okay, jetzt habe ich eine Veränderung an der Kupplung. Das habe ich natürlich deswegen gehabt, weil ich ja den Anschlussport getauscht habe. Das heißt, das Board dachte, okay, das Sensorsignal kommt jetzt eben von der Kupplung. In Wirklichkeit kam das Sensorsignal vom Gaspedal. Das hat mir aber wiederum gleich mal gezeigt, okay, der Sensor ist es nicht, der kaputt ist. Dann habe ich den Sensor vom Kupplungspedal, wo ich ja auch wusste, der funktioniert, an den Port angeschlossen vom Gaspedal. Und da kam dann auch wieder kein Signal. Das heißt, ich hatte für mich eigentlich mehr oder weniger herausgefunden, okay, der Anschlussport muss defekt sein. Nachdem ich auch das nochmal mehrfach an- und abgesteckt habe, an dem Portanschluss, an dem Originalportanschluss, das ist dieser hier außen vom Gaspedal, da kam einfach kein Signal an. Das heißt also, wir haben hier außen, so wie die Pedale normalerweise angeordnet sind, der äußerste Anschluss ist für das Gaspedalsignal. Der zweite Anschluss ist eigentlich für die Bremse. Die ist bei mir ja jetzt nach außen gewandert, aber trotzdem ist der Anschluss weiterhin der zweite. Dort geht das Bremssignal rein. Und der letzte Anschluss ist die Information vom Kupplungspedal. Das ist bei mir jetzt eben der Mittel. Aber wie gesagt, für euch in eurer oder in der Standardkonfiguration ist der erste Port, und das ist auch immer so, egal welche Konfiguration ihr fahrt, der Port ist immer derselbe. Außen Gas, dann Bremse und dann Kupplung. Ja, jetzt hatte ich also wie gesagt das Problem oder herausgefunden, dass der Port nicht geht. Was habe ich gemacht? Ich habe den Fanatec-Support angeschrieben. Es war leider Sonntag, das heißt, ich musste dann noch bis Montag warten, bis ich Antwort bekommen habe. Ich wollte dann aber auch nicht so lange warten, habe einfach angerufen beim Fanatec-Support, habe dann auch jemand an der Leitung gehabt. Der erste Mensch, den ich an der Leitung hatte, der hat mir dann empfohlen, ein Firmware-Update zu machen. Das habe ich dann auch probiert über die Software. War allerdings ein bisschen irritiert, dass direkt im Treiber immer eine Datei vorbelegt war, ich die Datei aber nirgends finden konnte. Dann habe ich nochmal mit dem Support gesprochen und der meinte dann, ja, diese Datei, die dort sozusagen im UI vorbelegt ist im Treiber, die ist nicht wirklich vorhanden, sondern die ist sozusagen im Treiber mit dabei. Man muss sie nicht spezifisch auswählen, sondern einfach nur Firmware Update klicken. Dann habe ich die Firmware aktualisiert und nach dem Firmware Update hat auch der Port wieder funktioniert. Das heißt, es war irgendein kleiner Fehler oder ein ungewollter Zustand auf dem Board. Und durch An- und Abschließen von USB konnte der sich irgendwie nicht resetten, sondern konnte erst resettet werden, indem man die Firmware nochmal neu aufspielt. Und das jetzt also sozusagen als kleine Info für euch. So ein bisschen, hier ist das Board, das sind die einzelnen Anschlüsse, da gehen die Sensoren rein. Wie könnt ihr das troubleshooten oder was ist, wenn ihr ein ähnliches Problem habt? Dann würde ich auch einfach empfehlen, zuerst den Treiber nochmal neu zu installieren und dann eben gegebenenfalls auch nochmal das Firmware-Update zu machen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal am Rechner. So, jetzt sind wir also am Computer und hier zeige ich euch jetzt, wie wir die Pedale konfigurieren bzw. in dem Fall die Firmware nochmal neu aufspielen können. Wie gesagt, das ist auch der erste Schritt, den ich euch empfehlen würde. Das bedeutet, erst einmal den Treiber deinstallieren, neu installieren und dann könnt ihr entweder über die Windows-Taste und über Game Controller einrichten. Dort seht ihr dann eure verbundenen Geräte. In meinem Fall habe ich jetzt gerade mal nur die Pedale angeschlossen. Und dann kommt ihr auf die entsprechende Einstellseite über einen Klick auf die Eigenschaften. Oder aber wenn ihr den Treiber installiert habt, seht ihr hier auf dem Desktop eben auch den Shortcut, der euch auch genau in dieses Menü hier bringt. Also ihr könnt sowohl als auch in dieses Menü kommen, entweder über den Shortcut hier auf dem Desktop oder über, wie gesagt, Windows Game Controller einrichten. Wenn wir jetzt hier in dem Menü für den Game Controller sind, gehen wir hier unten auf die Eigenschaften. Wir haben dann die Seite, in der wir unsere Pedale kalibrieren können und auch eben testen. Und hier oben gibt es einen weiteren Reiter, der nennt sich Update. Hier bekommt ihr die Information, welchen Treiber ihr installiert habt und auch welche Firmware. Und ihr könnt dann hier unten über diesen Button Update Firmware in ein spezielles Menü gelangen. Die Pedale werden jetzt auch in einen speziellen Modus versetzt, um eben die Firmware flashen zu können. Hier ist automatisch eine Datei vorbelegt. Wundert euch nicht, diese Datei könnt ihr nicht finden. Das ist so ein bisschen, ja, misleading. Also
da wird man so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Das ist Bestandteil des Treibers. Das bedeutet, das sieht zwar aus, als ob das eine Datei wäre, die ihr auswählen könnt. Ihr könnt sie aber nicht auswählen. Sie ist im Treiber enthalten und automatisch vorbelegt. Jetzt geht ihr lediglich auf Start. Jetzt löscht er sozusagen einmal die alte Firmware. Er fängt an, die neue Firmware zu schreiben und meldet euch dann am Ende Firmware Update completed. Das ist sozusagen alles, was ihr machen müsst, um die Firmware wiederherzustellen. Und danach war das bei mir so, nachdem ich die Firmware nochmal neu aufgespielt habe. Es war keine andere Firmware, die gleiche Firmware, einfach nur nochmal neu aufgespielt. Danach hat hier auch wieder mein Pedalsensor richtig funktioniert und ich konnte wieder ganz normal Gas geben, Bremse, Kupplung, alles war wieder da. Das heißt also, der erste Schritt, wo ich versucht habe, das Ganze mechanisch zu lösen, war zwar ein Workaround, aber eigentlich der falsche Ansatz, denn es war ein reines Softwareproblem. Irgendwas in dem Steuerbord hatte sich aufgehangen und deswegen war der Sensor oder beziehungsweise der Eingangsport für den Sensor nicht mehr funktionsfähig. Habt ihr also ein ähnliches Problem? Wie gesagt, Treiber deinstallieren, neu installieren und hier oben über Update die Firmware einfach nochmal neu aufspielen. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie ihr den Treiber wieder herstellen könnt, beziehungsweise wie ihr die Firmware wieder herstellen könnt auf der Platine. Das heißt also, sollte euch das auch passieren, dass ihr aus heiterem Himmel auf einmal irgendeines der Pedale keine Positionsinformationen rausgibt, dann bevor ihr anfangt, hier die Platine sozusagen freizulegen und dort einmal zu schauen, ob da irgendwo ein Problem herrscht, würde ich empfehlen, immer erst den Weg über den Treiber zu gehen, sprich Treiber deinstallieren, System einmal neu starten, Treiber neu installieren und dann die Firmware über den Treiber nochmal flashen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das einfach wieder verbaut. Falls ihr euch fragt, warum habe ich denn hier überall so komisches Klebeband, das habe ich gemacht, weil mich das ein wenig gestört hat. Dadurch, dass hier ja alles Metall ist, was super ist, ne? Also es ist sehr robust und extrem gut verarbeitet, aber dadurch, dass es Metall ist und eben es immer gewisse, ja wie soll ich sagen, Toleranzen gibt oder Spalte und dann hier Metall auf Metall sitzt und ja dann da die Füße drauf sind und noch relativ viel Druck entsteht, zum Beispiel beim Bremsen, wenn ich jetzt bremse oder auch Gas gebe, wirkt ja eine relativ hohe Kraft. Und dann sind immer so kleine Knarz- oder Knackgeräusche entstanden. Das hat mich irgendwie so ein bisschen verrückt gemacht beim Fahren oder hat mich halt einfach gestört. Und deswegen bin ich hergegangen und habe die ganzen Kanten, also überall dort, wo diese Abdeckplatte aufliegt, habe ich eben Klebeband angebracht und vermeide sozusagen zusätzliche Geräusche. Das Gleiche habe ich auch gemacht an den Kanten von der Platte selbst. Ab und an, ihr seht das ja durch eben Staub und weil da eben dann die Schuhe sind, fängt das an, sich ein bisschen abzulösen. Das heißt, ab und an muss man das neu machen, aber es verhindert eben, dass dort Geräusche entstehen, weil normalerweise, wenn ich jetzt hier auf die Platte drücken würde, dann würde das immer so leichte metallerne Klackgeräusche machen. Und dadurch, dass jetzt hier dieses Klebeband dazwischen ist, hat man das Problem eben nicht mehr. So, das bedeutet also, das Zusammensetzen ist super easy. Einfach die Metallplatte wieder auflegen und die Schrauben eindrehen. Und dann ist auch sozusagen die Platine wieder geschützt und abgedeckt. Normalerweise, wie gesagt, muss man da nicht ran. Es sei denn, man ordnet eben die Pedale anders an. Ja, das habe ich also initial einmal alles zerlegen müssen. Sprich also sowohl diese Abdeckplatte hier war weg, als auch die kleinen Seitenteile, die man hier sieht, die sind ja auch verschraubt. Die musste ich auch alle ablösen, um eben die Anordnung zu ändern. Aber wenn man das nicht macht und einfach das Standard-Setup belässt, dann ist das nicht notwendig, dass man hier jetzt irgendwie anfängt, die einzelnen Teile auseinanderzubauen. Was ich jetzt auch noch einmal kurz zeigen möchte, ist rückwärtig. Ich versuche da mal reinzufilmen, das ist dort sehr eng. Aber damit ihr auch einmal gesehen habt, die Anschlüsse für die Sensoren, wie die dann von der anderen Seite aussehen. Denn letzten Endes sind es vom Typ her, hätte ich gesagt, die gleichen Anschlussarten wie früher bei einer Telefonleitung. Also das sind jetzt keine so großen Stecker wie zum Beispiel beim Netzwerk, also nicht RJ45, sondern ein kleinen Typ kleiner. Und ich würde wirklich sagen, es ist der gleiche Formfaktor, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wie eben damals bei den Telefonleitungen, also die analogen Telefonleitungen oder Modemleitungen. Das sind diese Stecker, die dort verwendet werden. Und das zeige ich jetzt auch noch einmal. So, was wir jetzt hier sehen,
ist die Rückseite der Platine. Und wir können jetzt ja nicht vollständig, ich versuche das mal noch ein bisschen zu drehen, ob es dann besser wird. Ist wirklich, wie gesagt, sehr schwierig dahin zu filmen, weil es da sehr eng ist. Da kommt ja auch mit der Hand immer nur schwer hin. Wir sehen jetzt hier diese drei Anschlusskabel. Ganz außen links, da wo ich jetzt gerade mit dem Lichtstrahl hingehe, ganz außen links, das ist der Anschlussport für das Gaspedal. Dann kommt der mittlere Anschlussport, das ist der Anschlussport für die Bremse. Und dann kommt der Anschlussport ganz außen rechts, also der unterhalb dieses grünen QC-Stickers. Das ist der Anschlussport für die Kupplung. Und die sind eben, wie gesagt, direkt mit den Sensoren verbunden. Bei Gas und Kupplung befinden sich die Sensoren eben an der Seite. Und bei der Bremse befindet sich der Sensor ganz hinten auf dem Pedal selbst. Wenn ich jetzt hier nochmal rauszoome, ne, da kann man das jetzt auch sehen, dass eben hier unten, da waren wir gerade, da unten sind diese Anschlussstecker. Und dann müsst ihr auch hier so reingreifen, um dann dort eben die Stecker zu lösen, falls ihr da mal ran müsst. Wie gesagt, normalerweise sollte das nicht notwendig sein, aber falls es doch mal notwendig werden sollte, habt ihr das jetzt auch einmal gesehen. Und wenn ich jetzt noch mal ein Stückchen zurückgehe, das ist ja jetzt hier unser Bremspedal. Und wenn ich hier mal an der Seite hinfilme, dann sehen wir, dass hier der Sensor für die Positionierung, der ist eben im Pedalfuß selber mit verbaut. Der ist also hier innen drin und am Pedal selbst, an der Seite, haben wir keinen Sensor. Also wie gesagt, das Gaspedal ist vom Sensortyp anders als jetzt zum Beispiel das Kupplungspedal oder auch als das Gaspedal. Gas- und Kupplungspedal, ich gehe jetzt nochmal hier rüber, die haben eben den Sensor an der Seite und nicht wie bei dem Bremspedal hier auf der Rückseite mit eingebaut. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ihr habt nicht ähnliche Probleme. Und falls ihr ähnliche Probleme haben solltet, wisst ihr jetzt, wie ihr sie relativ gut gelöst bekommt. Bei all denjenigen, wo tatsächlich die Platine defekt sein sollte, die kann man bei Fanatec nachbestellen, wenn euer Rig bzw. eure Bremspedal oder eure Pedalerie noch Garantie hat, dann kriegt ihr so eine Platine sogar einfach kostenlos zugeschickt. Wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!